Für die einen ist es der Beginn des Tages. Für die anderen ist es die Schlafenszeit. Gute Nacht, Megan. Träum süß. Was meinst du mit Träumen? Ich muss diese Mission erfüllen. Komm schon. Enttäusche mich nicht, Freundin. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn du dein Lieblingsspiel spielst. Megan hat die ganze Nacht an der Konsole verbracht. Was für eine tolle Nachtruhe. Megan, bist du noch nicht ins Bett gegangen? Es wird Zeit, dass du etwas Bewegung bekommst. Lori und ihre Cheerleader-Methoden wieder. Das ist nicht richtig. Jetzt geht's los. Jetzt wird geredet. Los, Team, los, Team. Ich liebe es. Hey, Lori, geh nicht ohne mich weg. Ich muss die Mission nach der Schule zu Ende bringen. Irgendetwas fehlt. Jetzt geht's los. Es ist perfekt. Die ganze Klasse liebt Lori. Willst du einen Witz hören? Ein Eishockeyspieler trifft einen Quarterback. Und einer sagt zum anderen, oh, Megan. Hallo zusammen. Bin ich zu spät? Warum ist das Licht hier drin so hell? Das ist ja verrückt. Hast du denn gar nichts vergessen? Was meinst du? Oh nein, das ist mir so peinlich. Bitte erzähl niemandem davon. Hast du das gesehen? Bildung ist Licht, Unwissenheit ist Finsternis. Wenn ja, dann ist Megan eindeutig auf der dunklen Seite. Die Brawl Stars werden nicht warten. Du kannst keine wertvolle Spielzeit verschwenden. Aber die Lehrerin sieht das anders. Was glaubst du, was du da tust, junge Dame? Noch eine Runde, Mr. Adam. Auf keinen Fall. Also, wo war ich? Das wird nicht funktionieren. Sieht aus, als ob jemand nicht daran gewöhnt ist, aufzugeben. Komm zu Mami. Megan, machst du es schon wieder? Das glaube ich nicht. Es bleibt erstmal hier. Das ist nicht fair. Hey Leute, Lori ist hier. Habt ihr mich vermisst? Ich bin Lori. Ich sage es laut. Ich werde dich so stolz machen. Komm diesen Freitag zu unserem Spiel. Die Dolphins gegen die Tigers. Los, Delfine. Schwimmt an die Spitze. Wahnsinn. Oh, was macht ihr denn hier? Ich werde mich beim Schulleiter beschweren. Aber, Mr. Adam, das können Sie nicht für meinen Anhängern tun. Ich habe nur die Rolle geprobt. Als ich ein Kind war, wollte ich immer Schauspieler werden. Hallo alle zusammen. Leute, das ist unsere Chance. Nur eine Minute. Ich hole nur, was mir gehört. Ja. Oh, was mache ich nur? Diese Herzen sind für mich? Aha, wie schön. Endlich ist es Zeit für eine Pause. Das heißt, es ist Zeit, sich ein bisschen zu entspannen. Willkommen in der Welt von Minecraft. Alles klar, Zombies? Wer ist der Erste? Nimm das Skelett. Da ist Lori. Sie nimmt an einer Talentshow teil. 1, 2, 3, 4. Ich bin Lori. Hört mich brüllen. Auf jeden Fall. Dieses Mädchen hat die höchste Punktzahl verdient. 5, 6, 7, 8. Ein Sieg ist immer toll. Megan? Was machst du denn hier? Wow, sieht aus, als wäre da jemand in der Zone. Die Jury ist nicht so begeistert. Ich zeige euch echtes Kung-Fu. Das ist so peinlich. Hast du gedacht, du könntest mir entkommen? Ganz und gar nicht. Komm her! Irgendjemand! Haltet sie auf! Aha! Da hast du es, du böses Ungeheuer! Kira! Wir sollten von hier verschwinden! Ah! Tut etwas gegen diesen Killer-Roboter! Also, ich muss das tun! Ah! Der Feind wurde neutralisiert! Und der erste Platz geht an Lori! Ich kann es nicht glauben! Ich habe gewonnen! Herzlichen Glückwunsch zu deinem wohlverdienten Sieg. Passt auf, sie kommt zurück. Monster, ihr könnt mir nicht entkommen. Echte Freunde haben ihren eigenen Jubel. Hi Carly, hi Lori. Und Gamer-Freunde sind da keine Ausnahme. Hallo Megan, wie geht's dir? Gut, wie geht es dir? Und Feuer, lasst uns spielen gehen. Das Training mit Freunden macht immer mehr Spaß. Brandon ist so hübsch. Oh ja, hast du dich schon entschieden, was du zum Abschlussball anziehen wirst? Und die E-Sport-Freunde essen gerne leckeres Essen. Wow.
Es lässt sich nicht öffnen. Lasst es mich versuchen. Oh, es funktioniert nicht. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mir die Chips nicht aus der Hand reißen sollst? Oh oh, hast du ein Pommesfeuerwerk bestellt? Sieht aus, als hätte jemand keine Snacks mehr. Na also, jetzt geht's los. Sag Doll, sag Finn, sag Dolphins. Die Moral der Gamer-Freunde ist auch hoch. Mac, dein Controller. Geh mir aus dem Weg. Oder ich beiße dich. Es sieht so aus, als ob es hier drin heiß wird. Dein Controller, er brennt. Es tut mir leid, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Warum hast du das getan? Ich habe dir geholfen, dich abzukühlen. Lori ist heimlich in den Mannschaftskapitän Jason verliebt. Mein Herz schmilzt wie Eiscreme in der Sonne. Hallo, suchst du nicht nach mir? Und das Herz einer harten Spielerin ist nicht so leicht zu gewinnen. Du musst mindestens eine Videospiellegende sein. Wir werden uns auf jeden Fall eines Tages treffen. Ah, hast du schon Cyberpunk gespielt? Lay hat keine Chance. Aber er ist wirklich süß. Und ein eingefleischter Gamer ist er auch. Oh, bist du das Nerd? Was zum Teufel ist das? Komm her, bleib da stehen. Müssen wir das wirklich tun? Ich bin live vor Ort. Oh, hallo, wir sind Zeugen der Geschichte. Hey du, lass ihn los. Hilf mir. Was hast du gesagt? Sag es noch einmal. Ich habe keine Angst vor dir. Oh oh, sieht aus, als wäre jemand noch nicht stark genug für diesen Boss. Ich habe vergessen, das Bügeleisen auszumachen. Lasst uns von hier verschwinden. Hey, Leute! Holt mich hier raus! Studieren ist toll, aber wir müssen auch streamen. Hallo alle zusammen. Heute zeige ich euch meine fantastische Sammlung von Spielepostern. Mein erstes und liebstes ist dieses Fortnite-Poster. Das Publikum scheint mir ganz Begeisterung nicht zu teilen. Hey, Lucy, da ist ein Stream von Meganzilla. Aber das ist noch nicht alles. Warte einen Moment, ich bin durstig. Wann ist es mir ausgegangen? Entschuldige mich, ich bin gleich wieder da. Hey du, hier komme ich. Lori scheint etwas im Schilde zu führen. Das wird ein Spaß. Hallo alle zusammen, ich bin Lori. Und ich liebe Cheerleading. Ich zeige euch auch, wie man sich cool schminken kann. Schau, das ist viel interessanter. Warte doch mal, du hast meinen Lieblingsparfum noch nicht gesehen. Das ist der letzte Schliff. Nun, wir sind bereit fürs Training. Sie ist so cool. Hallo Leute, und wir haben einen fantastischen Beauty-Stream. Auf jeden Fall, dieser Influencer verdient eine Menge Likes. Wow, ist es für mich? Und diese Luftküsse sind für euch meine Cupcakes. Warte doch mal. Was ist denn hier los? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Rutsch rüber. Das ist tatsächlich mein Stream. Ihr habt es verstanden. Das ist nur ein Missverständnis. Das ist es nicht. Hör sofort damit auf. Ups, das war unerwartet. Aber das Publikum scheint es zu lieben, was da passierte. Du hast meinen Stil ruiniert. Und du hast fast meinen Joystick überflutet. Und überhaupt, das ist meine Show. Was? Gefällt dir unsere Zusammenarbeit? Wenn das so ist, lass uns weiter streamen. Eine gesunde Ernährung ist der Schlüssel zu einer schönen Figur. Und das ist ein Muss für eine Cheerleader-Kapitänin. Lori isst nur gesundes Essen. Hm, lecker. Toll, du bist ein Vorbild für uns. Und im Arsenal der Spielerin sieht es nicht so rosig aus. Wir müssen jetzt sofort etwas essen. Hey Megan, warum bist du so traurig? Nimm ein paar Vitamine zu dir. Oh, danke. Mal sehen, nicht viele XP-Punkte. Tut mir leid, ich brauche etwas Nahrhafteres. Zum Beispiel einen saftigen Burger. Das ist ja furchtbar. Er ist voller Kalorien. Ich kann es nicht glauben. Ich spüre einen Energieschub. Es klappt. Kia! Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Ich bin ein Obst-Ninja. Bumm. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Megan hat eine Gamer-Party ausgerichtet. Lasst uns mit einem Rubik's Cube anfangen. Wie wäre es, wenn wir uns etwas anderes ausdenken?
Komm schon, das wird ein Spaß. Oh ja, klar, ein Schachturnier. Schachmatt. Ja, ich habe wieder gewonnen. Immer mit der Ruhe, Mac. Ist ja gut. Du bist die Beste. Bist du glücklich? Oh nein, nicht Jenga. Beruhige dich, ich kann es schaffen. Und? Was habe ich dir gesagt? Wie auch immer. Ups, das Spiel ist vorbei. Wusstest du, dass ich am besten Ukulele spielen kann? Sonne und Meer und Wind in meinem Gesicht. Oh ja. Leute, folgt mir. Lori, du bist unsere Retterin. Jetzt lasst uns ein bisschen Spaß haben. Ja, das nenne ich eine Party. Was ist mit meinem Song? Warte, das bedeutet, dass ich in Ruhe spielen kann. Es sieht so aus, als hätten wir die perfekte Balance gefunden. Eine Cheerleader-Freundin ist der Traum eines jeden Mannes. Wow, da ist sie. Sieh dir das an. Sie ist makellos. Hilfe! Oh, ihr habt mich gerettet, Jungs. Das würde ich nur ohne euch tun. Aber es ist so einfach, die Aufmerksamkeit der Jungs zu verlieren. Vor allem, wenn eine brandneue PlayStation ihre Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, ich gehe in diese Richtung. Oh. Autsch, das tut weh. Geht es dir gut? Lass uns endlich spielen gehen. Oh, diese Typen. Beachte sie gar nicht. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen. Wenn wir los sagen, sagst du Dolphins. Los, Delfine! Los, Delfine! Wir haben diesen Stolz! Wir haben diesen Geist! Also lasst es uns hören! Los, Delfine! Ah! Lori, wach auf! Armes Ding, das hat sie richtig hart erwischt. Wir hatten nichts damit zu tun. Oh nein! Mein Bein! Halte durch! Ich bin bei dir! Gib mir deine Hand! Aber ich muss doch auftreten! Jetzt ist kein guter Zeitpunkt! Ja! Ich muss eine Pause vom Training machen. Autsch. Niemals. Nicht weinen, Lori. Hier, sieh mal, was ich habe. Nimm es weg von mir. Okay. Na gut. Das wird ein Spaß. Los geht's. Denk nicht einmal daran. Du kannst mich auf keinen Fall besiegen. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Du verstehst mich jetzt, nicht wahr?